Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf hier die Karte von Thüringen, Version 2.0, Version 2. Ja, wir heute verkaufen wir ein bisschen was an ja, Früchten, an unsere Arbeit. Heute ist dran, nächste Verkauf ist Gerste. Dann haben wir gleich mal nochmal die nächste Fuhre Silage in den BGH reinfahren. Wir fahren da jetzt vorbei an den LKW. Der ist ja mittlerweile voll. Den fahren wir kurz ran, kippen aus und fahren wir zurück zum Förderband, dass er wieder voll macht. Und dann fahren wir weiter zum Lager und dann die Gerste verkauft. Eine Ladung Gerste, also im Prinzip zwei LKW-Ladungen, wie es hier dran sind, wenn wir verkaufen. Und dann später mal schauen, nochmal Weizen. Und dann mal schauen, ob wir die anderen Verkaufspunkte auch noch was haben wollen, wenn sie ein bisschen mehr zahlen. Ne? Die Brüder sind ja so geizig, ne? Ja, und nächstes Jahr, ja, Hafer, Sonnenblumen und Soja habe ich schon einen Plan, also kurz mal nachdenken. Also Weizen ist gerade in der Aussaat dabei. Wird aber nächstes Jahr keine große Menge sein, aber ist halt wichtig für Stroh. Ist fertig gerade, sehe ich gerade. Für Stroh. Und was wir brauchen für die Kühe. Also da haben wir nur ein Feld. Dann ist fertig zweimal Rapsfelder, die 48, 49, die ja die 42 wird dann auch was reinkommen, sicherlich. Mal schauen. Vielleicht Soja, vielleicht auch Sonnenblumen, ich weiß noch nicht genau. Ich denke mal eher, was auf 60 drauf kommt. Halt. Oder ist das? Lass mal laufen. So, hier einsteigen ganz kurz. Und den hinfahren. Ja, ansonsten. Ja gut, das kann man dann früher immer noch entscheiden, ne? Also da reinmachen. Ansonsten früher wollte ich auch noch nichts verkaufen, unsere ersten Mastbullen, ne? Die sind dann soweit. Die waren ja schon mit einem guten. Man wollte sagen hier, na, geht dann hier auch. Die waren schon mit einem guten Gewicht gekauft worden und jetzt stehen bald erst die ersten Kälber an. Und dann würde ich den Stall im Grunde leer haben. Also im Frühjahr werden die ja verkauft oder im Winter. Mal sehen. Wenn sie ihr Gewicht erreicht haben, Anführungszeichen zwei Jahre alt sind, spätestens dann. Mal das kurz gucken. Bei den Tieren, so machen wir Gerste. Gerste hat auch einen guten Preis zur Zeit. Ne? Hafer, das hält noch eine Weile an. Raps haben wir ja so nicht. Sammlung auch nicht. Und Soja zum Frühjahr oder im Sommer. Ne? Mais haben wir auch nicht. Kartoffeln haben wir auch nicht. Und Zuckerrüben auch nicht. So. Baumwollzucker haben wir sowieso nicht. Eier müsste man. Ja, man könnte ja auch ein paar Hühner, ne? Aber das kostet ja Geld. Hm. So, das wäre das. Wir haben gleich mal den anderen entlassen. Achso, dass der da muss man ja genau arbeiten. Und da ist gedüngt und Rest wo nicht. Ja, mal sehen. Nur nicht mit der Maus in den Nachbarbildschirm gehen, dann haben wir nämlich einen Scheiß. Und da ist gedüngt und der Rest nicht. Okay, okay. Wenn so ist, ist das so, ne? Wollen wir gleich mal nachziehen. Ansonsten werden wir mal gleich da Schatten von den Bäumen und da auch gleich. Ein bisschen kann er ruhig den mal, das stört mich leider nicht. Nur wenn das zu viel ist, dann ist es doch schon ärgerlich. Unkraut, aber gleich weg. Obwohl. Egal, wächst hier so noch mehr.
hier sieht gut aus. Super. Hier ist auch gut, aber in der Mitte ist überhaupt nicht. Wahrscheinlich kam er nicht mehr klar. Wo normalerweise, der hätte er sich verkrampft. Ne? Gut, machen wir das mal hier so. Bei dem Fall dann da mal ruhig ein bisschen nacharbeiten. Hier werden bald kleinere Maschinen besser als die ganz großen. War natürlich schwer. Ich habe heute ein bisschen von 160-fach gerade gesehen, aber das ist alleine ist das nichts. Also. Und das wäre auch zu viel. Obwohl das sicherlich reizvoll wäre, aber wie gesagt, das ist Haufen Arbeit. Man will ja auch vorankommen, ne? B und X, und dann fahren wir mal gleich zurück. Ist unser Raps schon gewachsen? Wie schön. Sehr schön. Freut mir. Ist gut. Ob wir doch in 42 auch? Naja, nee, da ich wollte nicht so viel Raps machen. Ich wollte ein bisschen variieren, weil das ist dann auch besser wegen der Preise. Ne? Also verdient sich ja besser, wenn wir nicht so sehr alle noch einmal verkaufen. Dann fällt der Preis zu stark und das ist dann auf Dauer nicht sinnvoll. Mal sehen, wenn das Stroh weg ist hier. Wie gesagt, im Frühjahr hat es hier viel geregnet, im Sommer war hier viel Regen. Jetzt im Herbst ist es trocken. Das ist ganz komisch. Aber so ist Wetter, ne? Das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Im Sommer zum Glück, obwohl die schon fleißig dabei sind zu manipulieren. Mit Absicht oder ohne Absicht oder um jemanden zu schaden, ne? Das kann man ja auch machen. Verursache irgendwo eine Dürre und du hast jemanden geschadet, ne? Oder verursache ein Hochwasser und du hast auch jemanden geschadet. Das ist sogar technisch möglich, Erdbeben zu verursachen. Klingt verrückt, aber ist so. Die ganzen Maschinen müssen verkauft werden, zumindest. Ja, es macht keinen Sinn, wenn ich mal rausnehme, dann ist das Geld komplett weg. Dann müsste man sich das alles komplett gut schreiben und so könnte ich das theoretisch darauf verzichten und ein paar Geräte weniger kaufen, dann wird es auch gehen. Da bin ich mal zu. Kommen wir rein. Komm rein. Gut. So, die Aussaat wäre auch fertig. Kurz mal schauen. 38 wegen Düngen. Gut, da kann er noch weiterarbeiten. Er hat sogar einen Kurs drin. Ja, den Super-GAU. War ich schon mal irgendwo, wo das gemacht haben? In einer Folge, wo wir aufstanden. Jetzt geht's weiter. Gut. Jetzt werden wir unseren Weizen verkaufen. Oder Gerste. Gerste war es gewesen. Ups. Sportlich ist er auch noch heute. Heute. Ja, schon wieder 16 Uhr bei mir. Also Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also,
Ich glaube dir gar nicht mal, wie der Sonntag Zeit verrast. Den ganzen Vormittag verarbeitet und hochgeladen. Vor allen Dingen hochgeladen, also knappe fast 4 Stunden. Äh, 14 Videos mal rund 3,5 GB, kann ich ausrechnen. Also nur 14 mal 3, oder 10 mal 3, 30 und also locker 40 bis 50 GB. Scheiße, sag ich denn nur. Wenn ich das früher gemacht habe, wo ich angefangen habe, hatte ich noch eine Tarif in mit Geschwindigkeit von 7,5 GB pro Dings da pro Sekunde, glaube ich, von dem Computer oder so, keine Ahnung. Ach, hier ist der Kerl. Jedenfalls mein erstes Video war gewesen, ich glaube 30 oder 40 GB. Da hatte ich null Ahnung gehabt, also wirklich null, also 0,0, also überhaupt keine Ahnung. Und dann probiere mal so aus, ne? Mal eine Probeaufnahme machen, so ungefähr, ne? Kein Let's Play in dem Sinne, sondern eine Probeaufnahme, einfach so vom Spiel, was ich so hatte. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt in den Tick gehabt, mit 3 Bildschirmen zu spielen. Fand ich ein bisschen schön zum damaligen Zeitpunkt. Heute würde ich eher das nicht mehr so wollen, machen wollen, weil im Prinzip links und rechts das alles verzerrt hat. Und da meldet mich YouTube, dass das Format nicht passt, ne? Also von können sie nicht so konvertieren, wie sie wollen. Ich wusste gar nicht, was wir von mir wollen zuerst, ne? Format, ja. Na jedenfalls, nach einigen Belesen und Video schauen, ne? Ja, 16 zu 9 wäre das optimale Format. Habe ich überlegt, das ist ja jetzt super. Ich hatte gehabt, was ich hier weit weg von dem Format, ne? Also im Prinzip. Also ich konnte das mit einem Programm so konvertieren, dass es so 16 zu 9 aussah, und das sah es grauslich aus, also das konnte man nicht gebrauchen, das war im Prinzip wie zusammengedrückt alles. Tja, was machst du denn nun, ne? Dann nimmst du erstmal nur einen Bildschirm, okay. Wenn du vorher auf dem großen, also auf dem großen Leinwand gespielt hast und du plötzlich wieder so klein hast, dann sagst du auch, ach hey, ist das jetzt klein. Dann habe ich überlegt, habe ich noch einen 32er gehabt, normal auf 16 zu 9. Ja, dann habe ich den genommen. Ging auch, bis ich dann sah, oh ja, es gibt ja auch größer, ne? Denn Monitor und Fernseher ist ja ein großer Unterschied von der Reaktionszeit und so. Ja, und Fernseher will man nicht hinstellen, so ungefähr, ne? Das könnte ja sein, dass er nicht funktioniert. Gut, ich hatte auch vorher noch einen Fernseher verschenkt mit wie viel Zoll? 55 Zoll verschenkt, weil ich mir selber einen ganz großen gekauft habe. Gut, im Nachhinein stelle ich fest, naja, gut, wie oft schaue ich Fernsehen, ne? Hätte ich mir auch sparen können. Gerste, mal gucken, wer zahlt mehr. Ja, Gerste. Landhandel Münder. Dann fahren wir da hin, ne? Landhandel Münder. Das ist ja um die Ecke gleich. Schön. So, jedenfalls, na gut. Ich hatte irgendwie einen Rappel gehabt, kaufte jetzt noch einen Fernseher. Ich bin auch froh, dass ich den habe, weil ich hatte ja im Prinzip den Rappel gehabt, 3D zu schauen. 3D, wenn man jetzt einen schönen Film, ist es gut. Der Nachteil, Brille. Ungewohnt, ne? Gut, einige Filme habe ich auf 3D, gucke ich auch auf 3D, finde ich herrlich, finde ich schön. Aber halt nicht so häufig, also das lohnt sich im Grunde fast gar nicht. So, nun habe ich überlegt, ja, jetzt kriegst du gar kein 3D-Fernseher mehr. Oder zumindest was ich jetzt nicht so gesehen habe, den neuesten, was nicht. Das heißt, gut Deutsch, ich habe letzten 3D-Fernseher gekauft, so ungefähr. Nach meiner Ansicht. Also, wenn man jetzt schauen würde und gucken würde, wird man sich noch einen finden, aber halt nicht so viel. Das ist ja modern,
4K. Ja, nett. 4K finde ich schön. Aber ich sag mal, fürs menschliche Auge und für normalen Fernseher ist es Blödsinn, weil da siehst du so gar nicht. Und na jedenfalls, ja, hin und her. Jetzt kaufst du keinen Fernseher mit 4K. Und das ist ja nämlich Quatsch. Ich meine, dass alle Jahre sich einen neuen Fernseher kaufen sollte, nur um das Neueste zu haben, dann wirst du ja nicht glücklich. Die kosten ja auch entsprechend Geld, ne? Also ist ja auch nicht geschenkt. Obwohl die schon mächtig im Preis gefallen sind, wo man zu sagen muss, aber ne, machen wir nicht mit. Und dann kaufe ich lieber vom PC was, weil da den habe ich doch mehr im Betrieb als im Fernseher. Warum er. Nee, Fernseher nicht. Monitor liebäuglich zurzeit, aber da hat mir der Preis geschockt. 1200 Euro. Und da habe ich gesagt, nee, das tust du ja auch nicht an. Und da kommt das nächste Problem. Der hat 120 Hertz. Was ja für Spiel an sich gut ist. Aber wie wirkt sich das auf die Aufnahme aus? Weil aufnehmen tut mir 60 Hertz. Das können Sie verarbeiten. Und die Spiele laufen auch nur auf 60 Hertz. Das muss man dazu sagen. Also mir würde ein 120 Hertz Monitor, es wäre sicherlich ein bisschen besser als der jetzige, aber so viel auch nicht. Also lass ich aber die Finger davon. Schauen wir mal im Herbst nachher nochmal oder zu Weihnachten. Aber aktuell, nö. Nicht notwendig. So, jetzt mal nächste Fuhre. Mal schauen, ob der wieder voll ist in der Silage, ne? Und dann machen wir es weiter. So, die Schau, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und den Winkel. Jo, es geht ja gleich weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Habe ich anfangs vergessen. Hole jetzt nach. Ne? Tschüss. Danke fürs Reinschauen.